Willkommen, meine Damen und Herren. Ich lade Sie ein zu einer Zeitreise. Blicken wir gemeinsam hinter die Kulissen von Hellbrunn und erfahren, wie vor 400 Jahren der Süden in den Norden kam, wer Fürsterzbischof Marcus Sitticus war, welche klassischen Sagengestalten das Gelände hier bevölkern und wie das Wasser hier alles antreibt. So sah er aus, jener Mann, der im Jahr 1612 als Fürsterzbischof die weltliche und geistliche Macht in Salzburg übernahm, Marcus Sitticus. Obwohl er verwandt war mit den Mailänder Medici, führte er nicht deren Kugeln, sondern den Steinbock im Wappen, das Symbol seines Stammhauses Hohenems. Viele Darstellungen zeigen den Steinbock des Herrschers verbunden mit dem Salzburger Löwen. Als Tierkreiszeichen sind die beiden eigentlich absolute Gegensätze. Also kann nur das Göttliche sie verbinden. Darauf weist auch eine lateinische Inschrift im Festsaal des Hellbrunner Schlosses hin. Die Alchemisten hatten allerdings ein anderes Mittel, um Gegenpole zu verbinden, nämlich das aus Feuer und Wasser geborene Salz. Salzburg. Nur 8 Jahre an der Regentschaft drückte Marcus Sitticus von 1612 bis 1619 mit 2 Bauwerken Salzburg seinen Stempel auf. Mit dem Neubau des Doms und der Errichtung von Hellbrunn. Der Maler Arsenio Mascagni hat den Kirchenfürsten mit seinen beiden Großprojekten verewigt. Der Halbitaliener Marcus Sitticus war ein großer Verehrer der Kunst. Mit Monteverdis Orpheus sorgte er für die erste Opernaufführung nördlich der Alpen und er schätzte die schönen Frauen. Hier wahrscheinlich mit der legendären Sängerin Maria Prechtin auf einem Wandbild im Schloss Hellbrunn. Ein Jahr nach seiner Wahl zum Erzbischof wurde 1613 mit dem Bau von Hellbrunn vor den Toren der Stadt begonnen. Die Anlage von Hellbrunn umfasst das Schloss mit den Wasserspielen ebenso wie einen weitläufigen Park. Mag sein, dass ein Vorbild für die heute weltweit einzigartigen Hellbrunner Wasserspiele jene in der Villa Leinarte nahe Mailand waren. Sie haben den vielreisenden Marcus Sitticus jedenfalls inspiriert. Mit großem Hofstaat konnte der Fürsterzbischof schon 1615 in den Süden der Stadt ausfahren. Nach nur 2 Jahren Bauzeit war sein neues Statussymbol fertig. Die herrschaftliche Villa Suburbana diente ausschließlich tagsüber dazu, der Last des Amtes und des Alltags zu entfliehen und in froher Gesellschaft Zerstreuung vor der damals in höheren Kreisen grassierenden Melancholie zu suchen. Die Späße in Hellbrunn waren freilich schon immer eher derb. Man lässt sich, nicht ohne Freude und Vergnügen, beleidigen. Und muss trotz der Unhöflichkeit lachen, schreibt der Münchner Hofpoet Domenico Ghisberti später. Nur der Fürstenplatz, der bleibt immer trocken. Das manieristische Leitmotiv der Überraschung verfolgt einen in Hellbrunn auf Schritt und Tritt. Schreck und Heiterkeit, hinterlistige Wasserfontänen, sie machen den Reiz der Sache aus. Genauso wie der Wechsel von Licht und Schatten in der prachtvollen Anlage. Schauen wir uns nun einige der Sagengestalten näher an. In der griechisch-römischen Mythologie war es übrigens nicht ungefährlich, so nah am Wasser. Besonders an Quellen einzuschlafen galt als gefährlich. Waren sie doch Eingänge zur Unterwelt.